Hallo da draußen. Im letzten Video des Orange and Black C++ Crashkurses haben wir uns ja mit If-Anweisungen beschäftigt. Und dieses Mal soll es darum gehen, wie man bestimmte Fälle, die man vielleicht mit If-Anweisungen lösen wollen würde, etwas einfacher, vielleicht auch etwas übersichtlicher und mit weniger Text lösen kann. Gucken wir also mal, was erreicht werden soll. Hier soll so eine Art Menü erstellt werden, also der Benutzer wird hier vor die Auswahl gestellt, den Singleplayer zu laden oder den Multiplayer oder die Optionen oder das Programm zu beenden. Und dann soll er eine Variable füllen, die da heißt Auswahl und ein Char ist. Und je nachdem, was jetzt in der Variable Auswahl steht, soll eben Singleplayer, Multiplayer oder Optionen geladen werden oder halt das Programm beendet werden. Also, der Nutzer gibt hier also die Variable Auswahl ein und dann kommen wir hier zu der ersten If-Anweisung. Also, falls die Auswahl gleich 1 ist, und zwar müssen wir hier die 1 in diese Hochkommas schreiben, weil es sich um eine Variable des Typs char handelt. Und da braucht man eben um das, um die 1 oder was auch immer da steht, diese Hochkommas. Falls in Auswahl die 1 steht, dann wird gesagt, Singleplayer wird geladen. So. Dann else if, falls in Auswahl 2 steht, dann wird der Multiplayer geladen. Und else if, falls in Auswahl 3 steht, dann werden die Optionen geladen, ja. Und wenn da halt 4 drin steht, dann wird hier Return 0 gesagt und das beendet ja quasi auf die sorgfältige Art das Programm. Und dann wird das hier quasi auch schon umgangen. So kann man also dieses Menü gestalten. Ja, gucken wir uns aber mal an, wie es etwas übersichtlicher und einfacher geht. Also nehme ich hier den nächsten Code. Hier wieder alles das gleiche, der Benutzer wird vor die Auswahl gestellt und soll dann hier die Variable füllen. Und jetzt lernen wir eine neue Funktion quasi kennen, und zwar SwitchCase. Und zwar, als erstes schreiben wir hier Switchin und dann in runden Klammern die Variable, die quasi, ja, also die Variable, die auf etwas geprüft werden soll quasi. Und dann in geschweiften Klammern die verschiedenen Fälle. Also, sagen wir mal Case, also Case, Englisch für Fall. Also Fall, für den Fall, dass Auswahl 1 ist, soll alles gemacht werden, was hier drunter steht. Also alles, was danach kommt, wird dann ausgeführt. Und zwar so lange, bis ein Break kommt. Also falls Auswahl 1 ist, dann wird ausgeführt, Cout, Singleplayer wird geladen, dann kommt Break, ja, das wäre es dann auch schon. Sobald Break erreicht ist, ist die Funktion dann zu Ende und wurde nur das hier geschrieben. Und das war's auch. Für den Fall, dass Auswahl 2 ist, wird das hier einfach übergangen und dann kommen wir hier hin. Und dann wird Multiplayer wird geladen, ausgegeben, bis der Break kommt. Und genauso für den Fall, dass es 3 ist und für den Fall, dass es 4 ist. So, wichtig ist jetzt aber, dass überall hier die Breaks stehen. Also würden hier theoretisch nicht die Breaks stehen. Also in dem Fall. Und dann würde zum Beispiel Auswahl 2 sein, dann würde hier ausgegeben, Multiplayer wird geladen und es würde einfach weitergehen, als nächstes würde ausgegeben, Optionen werden geladen, ja, und dann würde das Programm auch sofort beendet werden. Also, es muss, sobald ein Fall erfüllt wird, wird alles, was da drunter steht, ausgeführt, bis Break kommt. Und das Tolle ist aber, das kann man sich auch zu Nutzen machen. Und dafür gucken wir uns jetzt den nächsten Code an. Wieder hier der gleiche Anfang, Auswahl wird gefüllt. Jetzt kommen wir hier zu Switch und wieder soll Auswahl benutzt werden. Und zwar wird der Benutzer hier gebeten, quasi den Anfangsbuchstaben von dem zu schreiben, was er machen will. So will er den Singleplayer, soll er ein S schreiben, will er den Multiplayer, soll er ein M schreiben, will er Optionen, soll er ein O schreiben, will er das Beenden, soll er ein B schreiben. Und dann füllt er also quasi hier die Variable Auswahl aus und dann kommen wir hier jetzt zu Switch und für den Fall, dass Switch ein kleines S ist, soll alles, was da drunter ist, ausgeführt werden. Also in diesem Fall, Singleplayer wird geladen. So, jetzt kommt das Break. Interessant ist jetzt aber, wenn das hier nicht der Fall ist, aber Case, also quasi für den Fall, dass Auswahl ein großes S ist, wird immer noch das hier ausgeführt, weil ja hier, also hier zwischen, kein Break stand. Also so kann man quasi unendlich viele Fälle untereinander schreiben und egal welcher davon erfüllt wird, es wird danach alles ausgeführt bis zum Break. Ja. Das gilt also auch hier für den Fall, dass es M ist, ein kleines M oder ein großes M und dann für ein kleines O und ein großes O oder
ja, für den Fall, dass es ein B oder ein kleines B oder ein großes B ist, wird dann halt einfach Return 0 ausgeben. Hier braucht man dann auch kein Break mehr, weil das Programm ja eh beendet wird. Wir haben also gelernt, wir können unendlich viele Fälle untereinander schreiben, dann das schreiben, was passieren soll für eben diese Fälle und dann einfach ein Break darunter schreiben. Würde ich jetzt hier dieses Break wegnehmen, nur nochmal, um es zu festigen, wenn jetzt hier quasi zum Beispiel ein großes S geschrieben wird, würde immer noch das hier ausgeführt und das hier auch. Auf diese Art und Weise kann man sich also, je nachdem, was man genau erreichen will, einiges an Schreibarbeit in If-Funktionen sparen. Und man muss auch sagen, es sieht irgendwo übersichtlicher aus, als wenn man das jetzt alles mit einer großen Menge an If-Funktionen gemacht hätte. Wenn wir das Ganze jetzt aber nochmal mit den If-Anweisungen vergleichen, hatten wir bei den If-Anweisungen ja den Fall else. Also das, was eintritt, wenn keiner von den anderen Fällen eintritt, wenn also keine Bedingung davor erfüllt wurde. Und genau das Gleiche gibt es hier natürlich auch, nur es heißt eben nicht else, sondern es heißt default. Wir schreiben also default, Doppelpunkt, und dann können wir darunter hier das schreiben, was geschehen soll. Und beenden tun wir das Ganze dann wieder mit Break. Soll also keiner von den Cases hier oben eintreffen, wird Default ausgeführt und das Programm würde sagen, ungültige Eingabe, das Programm wird beendet. So viel also von diesem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns doch Orange or Black und dann bis zum nächsten Video des Orange or Black C++ Crashkurses oder zu einem anderen Video von Orange or Black. Bis dann.